Ja, liebes Publikum, liebe Podiumsteilnehmer, ich habe vorhin in meinem Vortrag von dem Potenzial der Pflegeberufe gesprochen, für die vor uns liegenden Herausforderungen Lösungen anbieten zu können. Nehmen wir also die Pflege in den Fokus und zeigen, was sie bereithält, um Gesundheitsversorgung in die Zukunft zu bringen. Was die wichtigsten Entwicklungsschübe der kommenden Jahre sein werden. Das sagen uns nun Professor Andreas Büscher, Pflegewissenschaftler an der Hochschule Osnabrück, Professor Michael Evers, Direktor des Instituts für Gesundheit und Pflegewissenschaft an der Charité, Sandra Postel, Vorstandsvorsitzende vom Errichtungsausschuss der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen, Stefan Werner, Referent für Pflegemanagement bei der Paul-Wilhelm-von-Kepler-Stiftung und Vizepräsident des DBFK und Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Ja, wir haben gehört, dass es ein ganzes Bündel an Maßnahmen braucht für die Pflege, um in die Zukunft zu kommen. Herr Evers, lieber Michael, unser Berufsverband setzt sich jetzt seit einigen Jahren für die Einführung der Community Health Nurse ein. Damit wird nicht nur eine neue attraktive Rolle für die Pflege geschaffen, sondern auch versorgungssinnvoll weiterentwickelt. Kannst du uns kurz schildern, um was es dabei geht? Ja, vielen Dank. Mache ich natürlich sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung und dafür, dieses Thema gleich an den Anfang zu stellen. Denn tatsächlich haben wir international eine zunehmende Evidenz dafür, dass die Vorteile von erweiterten Rollen und neuen Aufgaben in der Pflege uns tatsächlich dabei helfen, Gesundheitsprobleme zu lösen, die sehr drängend sind. Und die Gemeindegesundheitspflege, die Community Health Nurse, wie es auf Englisch heißt, ist dafür ein zentrales Schlüsselelement. Sie ist niederschwellig angesetzt, sie konzentriert sich auf Gesundheitsfragen in einer bestimmten Region oder Gemeinde, einer sozialen Gemeinschaft, und hilft Menschen, Zugang zum Gesundheitssystem zu erhalten über Prävention, Gesundheitsförderung, aber auch durch die Erbringung von Versorgungsleistungen, Versorgungskoordination, Behandlungs- und Beratungsleistungen, Unterstützungsleistungen. Und das Ganze für Menschen von der Wiege bis zur Bahre, ganz sprichwörtlich, das heißt von Familien mit kleinen Kindern bis hin in die Palliativversorgung hinein, also für alle Bevölkerungsgruppen in einer Region. Damit ist die Gemeindegesundheitspflege ein Türöffner für das Gesundheitssystem und deckt damit wichtige Lücken oder füllt Lücken, die wir derzeit in der Gesundheitsversorgung hier in Deutschland, aber auch international sehen. Ja, vielen Dank. Mit der Community Health Nurse haben wir also eine neue Rolle. Herr Büscher, Sie werden nicht widersprechen, wenn ich sage, dass auch die bereits bestehenden Bereiche der Pflege weiterentwickelt werden müssen. Auch hier im Lichte der Stichwörter von Qualitätsverbesserung und Zukunftsfähigkeit. Wie sieht es aus mit der Unterstützung im häuslichen Bereich für die Menschen? Wie können wir daheim gut und mit Freude am Beruf pflegen? Gibt es dazu neue Ansätze? Wie spielt das zusammen mit der Community Health Nurse? Und können Sie noch mal zeigen, also wie sehr auch die Pflege Problemlösungskompetenz anzubieten hat? Ja, ich kann es versuchen. Ich versuche es mal damit, dass ich mal kurz skizziere, wie ich mir eigentlich eine gute ambulante Pflege vorstelle. Die stelle ich mir so vor, dass eine Pflegeperson auf Anfrage in einen Haushalt kommt, in dem ein Mensch der Unterstützung bedarf, dass die Pflegeperson sich dort im Gespräch mit diesem Menschen ein Bild von der Situation beschafft und der vorliegenden Bedarfslage, dass sie auf dieser Grundlage dann Vorschläge unterbreitet, mit dem pflegebedürftigen Menschen, dem kranken Menschen und gegebenenfalls den Angehörigen diese diskutiert und sich dann darüber verständigt, was der ambulante Pflegedienst dann zu tun gedenkt und wie sie die gemeinsame Pflegesituation gestalten. Ob dabei dann tägliche Besuche, mehrmals tägliche Besuche, wöchentliche Besuche herauskommen, das gilt es ebenso gemeinsam zu entscheiden wie die Frage, ob die Unterstützung des Pflegedienstes einfach in der Begleitung und Förderung von Selbstständigkeit liegt, ob sie in der Übernahme von Aufgaben liegt oder ob sie in der Beratung oder Anleitung von Angehörigen liegt. Das muss situationsangemessen entschieden werden. Auch ob der Pflegedienst schlicht und ergreifend flankiert oder angesprochen werden kann, intervallmäßig dann kommt, das wäre auch zwischen Pflegehaushalt und Pflegedienst zu entscheiden. Soweit angemessen, gewollt und erforderlich nimmt der Pflegedienst dann Kontakt zu dem Hausarzt zur Hausärztin auf, bespricht auch dort Maßnahmen, koordiniert gegebenenfalls weitere Maßnahmen und setzt sich vielleicht auch mit anderen Akteuren ins Benehmen. Und
Sinnvoll wäre natürlich auch, wenn der ambulante Pflegedienst auf lokal weitere verfügbare Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen kann. Anlässe für ambulante Pflege wären die Unterstützung nach einem Krankenhausaufenthalt, bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemlagen, bei der Begleitung chronisch erkrankter Menschen, aber auch in der langzeitpflegerischen Versorgung bei einer vorübergehenden oder dauerhaften Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Die Kompetenz für eine so verstandene ambulante Pflege bringen viele Pflegende tatsächlich mit oder haben sie sich erworben. Und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist, lässt sie sich aus meiner Sicht durchaus auch gut herstellen. Fester Bestandteil dieser Kompetenz ist die Beratung und Begleitung häuslicher Pflegesituationen. Eigentlich klingt das aus meiner Sicht ganz einfach und gar nicht so kompliziert. Die Realität ist aber leider eine ganz andere. Wir haben seit mittlerweile Jahrzehnten eine Situation, in der die ambulante Pflege strukturell davon abgehalten wird, genau das zu tun, was ich gerade versucht habe zu skizzieren. Das Leistungsspektrum in der Pflegeversicherung ist nach wie vor in erster Linie auf die Unterstützung bei Altersverrichtungen ausgerichtet und darauf reduziert. Das war bereits vor der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs fachlich nicht nachzuvollziehen. Seit der Einführung des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit ist das eigentlich durch nichts mehr zu rechtfertigen. Hier ist es Aufgabe, und das lässt sich konkret benennen, der Vertragsparteien zu anderen Rahmenvereinbarungen zu kommen. Und es sollte Interesse der Politik sein, nach mittlerweile 5 Jahren neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff dafür zu sorgen, dass das, was im Gesetz steht, der Bevölkerung auch zur Verfügung steht. Alternativ müsste man sonst Menschen dabei aktiv unterstützen, die sich per Klage diese Unterstützung per Gericht zusichern wollen. Eigentlich ist das nicht der Weg, den man beschreiten sollte, aber dringend erforderlich ist, hier nach 5 Jahren was zu verändern. Noch schlimmer ist aus meiner Sicht das Verständnis allerdings, was hinter den ärztlich verordneten Leistungen der häuslichen Krankenpflege steht, die in einer gemeinsamen Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses niedergelegt sind. Dort ist eigentlich den Pflegenden jegliche Kompetenz zur Beurteilung der Situation häuslich versorgter Menschen abgesprochen. Und diese Kompetenzen werden ausschließlich und unmissverständlich auf ärztlicher Seite gesehen. Das heißt, die Kooperation zwischen Medizin und Pflege bei der häuslichen Krankenpflege ist bestenfalls als streng hierarchisch organisiert zu bezeichnen, hat mit Kooperation nichts zu tun. Selbst der Begriff der Delegation ist in diesem Zusammenhang unpassend, sondern es geht eindeutig um Anordnung. Wie geht das zusammen mit den Vorbehaltsaufgaben, die die Pflege jetzt zuerkannt bekommen hat? Im Moment geht es gar nicht. Im Moment geht es gar nicht. Also aus meiner Sicht ist aber auf die vielfach geäußerte Frage, wie denn das Ansehen von Pflegenden gefördert werden kann, die HKP-Richtlinie ein Ort, wo es reichlich Antworten dafür gibt. Ja? Auch wenn die Praxis durchaus so ist, dass viele ambulante Pflegedienste mit Hausärzten gut zusammenarbeiten, spricht diese Richtlinie eine eindeutige Sprache. Sie ist aus meiner Sicht noch nie zeitgemäß gewesen und wird es auch nicht. Also es ist dringend erforderlich, diese HKP-Richtlinie dahingehend zu ändern, dass wirkliche Kooperation möglich ist. Sie ist im Moment nicht erlaubt, auch wenn sie ist tatsächlich nicht erlaubt. Ja, es gibt keine Kooperation. Es gibt ein Anordnungsverhältnis und nichts anderes, auch wenn das in der Praxis teilweise anders ist. Das ist also dringend erforderlich, hier zu Veränderungen zu kommen. Ich weiß, dass da Bewegung ist. Allerdings wird es tatsächlich Zeit, hier nicht nur Mini-Zugeständnisse zu machen, sondern Pflegenden ihrer Kompetenz tatsächlich ernst zu nehmen. Das gilt natürlich insbesondere, wenn man dann noch auf Spezialisierung der häuslichen Pflege anguckt, wie die Intensivpflege, wie die Kinderkrankenpflege oder die ambulante psychiatrische Pflege. Da wird dieses Verhältnis vollkommen absurd. Ganz kurz, wenn man das zusammenfasst, ja, Anerkennung der Pflege im ambulanten Bereich findet strukturell nicht statt. In der Pflegeversicherung sind Pflegende zu Verrichtungsgehilfen degradiert und in der häuslichen Krankenpflege sind sie Befehlsempfänger. Wir können uns das eigentlich nicht leisten, strukturell auf die Kompetenz in der ambulanten Pflege zu verzichten. Und wir müssen eigentlich denen sehr dankbar sein, die trotzdem tagtäglich ihren Job in der ambulanten Pflege eigentlich gut machen. Hohe Beachtung, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, findet nicht nur in Deutschland das niederländische Bürgsorgmodell, was teilweise als Problemlösung für alles bezeichnet wird, obwohl kaum jemand weiß, was eigentlich dahinter steckt. Ich kann jetzt das Bürgsorgmodell nicht ausführlich erläutern, aber vielleicht ist es hilfreich, vor lauter Faszination über das Ganze auf einen Gedanken des Gründers Joste Blok hinzuweisen. Er hat nämlich mal gesagt, Pflegende sind in der Lage, Pflegeprobleme zu lösen. Also lasst sie ihre Arbeit machen. Es ist ganz einfach. Und wenn wir damit aufhören, Pflegende in Deutschland strukturell für unfähig zu erklären, Probleme zu lösen, und wenn wir aufhören, sie zu hindern, ihre Arbeit zu tun, dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Wenn wir dann auch noch ein bisschen Geduld aufbringen und keine Veränderung erwarten nach einer 25-jährigen Situation, die innerhalb von einem Monat eintritt, dann könnte daraus tatsächlich sogar wirklich was werden. Ja, vielen Dank, Herr Büscher, dass Sie nochmal den ganzen
ganze Bandbreite aufgemacht haben und gezeigt haben, wo die Herausforderungen stecken. Ich glaube, manchmal im IT-Bereich wären wir dort und würden wir darüber reden, dann würde man sagen, es ist eigentlich eine sehr agile Arbeit, die aber nicht die richtigen Arbeitsbedingungen hat. Ja, nun können nicht alle, die wollen, zu Hause gepflegt werden. Herr Werner, Sie wissen, dass die stationäre Langzeitpflege auch in Zukunft eine erhebliche Rolle spielen wird. Und auch hier wissen wir, dass wir in verschiedener Hinsicht nicht zukunftssicher aufgestellt sind. Sogar der Gedanke an Altenheime löst bei vielen Menschen eher unangenehme Gedanken und Abwehr aus. Wo können wir jetzt ansetzen? Wie können wir stationäre Langzeitpflege so weiterentwickeln, dass wir sie als wertvollen Teil unserer Gesundheitsversorgung und lebenswerten Ort in Zeiten des Pflegebedarfs wahrnehmen können? Wie kommen wir von jetzt in die Zukunft? Große Frage. Ich versuche mal ganz kurz den Bogen zu spannen. Ich erlebe immer wieder, dass es so ein kleines Spannungsfeld gibt zwischen der Außenwahrnehmung und der Innenwahrnehmung. Ich kann das komplett verstehen, dass jemand, der noch nicht in einem Pflegeheim war und sich mit seiner Pflegebedürftigkeit beschäftigt, dort nicht hin möchte, weil es eben bestimmte Meinungen darüber in der Gesellschaft gibt. Wenn ich aber tatsächlich in die Pflegeheime reinschaue, und da nehme ich jetzt mal absichtlich als Beispiel die Corona-Pandemie-Zeit, ich möchte es aber wirklich ausdrücklich als Beispiel verwendet haben und nicht als allgemeingültiges Ding. Tut meine Kamera eigentlich? Ja. Gut. Dann stelle ich fest, dass vieles sehr gut gelungen ist, gerade auch in dieser miserablen Zeit der Ausgangssperren, dass viele unserer Bewohner ihr Zuhause, ihr Pflegeheim als Zuhause erlebt haben und dort eine Gemeinschaft entstanden ist zwischen den Bewohnern und zwischen den Mitarbeitenden. Ein weiteres Beispiel, das ich auch wieder nur durch das Brennglas Corona angucken möchte, aber nicht nur darauf beschränken möchte, ist das Thema, wie gehe ich denn mit Krankenhauseinweisungen um? Es ist nicht mehr erforderlich, dass jeder Bewohner ins Krankenhaus eingewiesen wird. Und da findet auch ein sehr guter Austausch statt zwischen den Angehörigen, zwischen den Bewohnern, zwischen den Ärzten und den Pflegefachpersonen. Das wirklich vor dem Hintergrund, dass man eben im Pflegeheim lebt und dort sein Leben verbringt. Und ich möchte da wirklich auch im Rahmen der Corona-Pandemie dringend darauf hinweisen, das nenne ich nicht stille Triage. Das ist keine stille Triage, die da passiert, sondern das ist das Leben, das da passiert, zu dem eben dann auch manchmal der Tod dazugehört. Da gibt es ja auch Projekte, die schon aus der Vor-Corona-Zeit aus Wittenherdecke zum Beispiel kamen. Wie können Krankenhauseinweisungen wirksam vermieden werden? So, jetzt ist das aber erstmal ein Ansatz, der, sage ich mal, mit der Hand am Arm von unseren Kollegen, Kolleginnen in den bestehenden Rahmenbedingungen erbracht wird. Die Rahmenbedingungen sind dafür aber nicht gut ausgelegt oder müssen deutlich verbessert werden, damit sowas systematisierter geschehen kann. Wir brauchen eine gute Quote, einen guten Anteil für die Pflegefachpersonen. Ich sage absichtlich Quote für die Pflegefachpersonen, sage nicht Fachkraftquote, weil in den heimrechtlichen Bestimmungen unter Fachkraftquote oder auch in den Leistungsqualitätsvereinbarungen der Kassen unter Fachkräften was anderes verstanden wird, was wir unter Pflegefachpersonen verstehen. Wir brauchen vor allem eine krisensichere Personalbemessung. Also wir brauchen eine Personalbemessung, die auch Engpässe aushalten kann. Das hat uns Corona jetzt sehr deutlich gezeigt. Das ist viel wichtiger wie jeder Bonus, wie jede irgendwie kurzfristig wirksame Entlastungszahlung oder wie man es nennen will. Wir brauchen eine verlässliche Pflegeassistenz. Wir müssen gucken, dass die Pflegefachpersonen durch entsprechend zusätzlich qualifizierte Personen unterstützt werden, dass Aufgaben gut verteilt werden können, sinnvoll verteilt werden können. Wir brauchen auch einen Qualifikationsmix mit anderen Berufsgruppen. Es gibt mittlerweile so viel Medizintechnisches zu tun in einem Pflegeheim, dass da durchaus auch eine Berufsgruppe denkbar wäre, die da unterstützend Leistungen erbringen könnte. Wir brauchen aber neben den Qualifikationen auch bestimmte Kompetenzen, die auch beginnend in der Ausbildung
besser verortet werden müssen. Die Generalistik tut es besser, wie das die alten Ausbildungen getan haben. Das sind so Dinge wie gesundheitliche Versorgungsplanung, ethische Fallbesprechungen, solche Dinge, die müssen als Kompetenzen verortet sein, aber auch natürlich so ganz pragmatische Dinge wie ich muss als Pflegefachperson anleiten können, ich muss meine Kollegen mit anderen Qualifikationen anleiten können. Ich muss als Pflegeheim in der Lage sein, durch entsprechend gut ausgebildete Personen wie APN oder wie auch grundständig studierte Pflegefachpersonen solche speziellen und herausfordernden Pflegesituationen gut organisieren und gestalten zu können. Dazu brauchen die Leute Freiraum. Das sind genau diese Plätze am Bett für diese spezialisierten Leute, die Sie vorher angesprochen haben, wobei ich immer sage, man pflegt immer noch nicht am Bett, sondern am Bewohner. Dann brauchen wir die Pflegeheime so ausgestattet, auch mit, was Herr Evers gesagt hat, auch dort können CHN etabliert sein. Die Pflegeheime können durchaus auch in ihrem Quartier wirksam werden. Sie können als Ort der Gemeinde dastehen. Es könnten dort auch ambulantisierte Pflegeleistungen erbracht werden. Ich könnte dorthin gehen können, wenn ich meinen Verband wechseln müsste oder sonstige Geschichten. Alles im Moment weder leistungsrechtlich noch finanziell noch von den Personalbedingungen her möglich. Ja, und dann noch der kurze Ausflug in Richtung Robotik, Digitalisierung. Ich glaube, gerade in solchen institutionalisierten Umgebungen wie in einem Pflegeheim brauchen wir unterstützend Robotik, Digitalisierung, aber wir brauchen sie eben nur in Anführungsstrichen unterstützend. Wir brauchen sie, um unsere Prozesse abbilden zu können, zu dokumentieren zu können, unterstützen zu können, aber wir brauchen sie nicht im Sinne von der Roboter geht jetzt los und versorgt eine pflegebedürftige Person. Ja, und da merkt man auch draus, was ich meine. Wir brauchen da auch eine Verwischung zwischen den Sektorengrenzen, zwischen ambulant und stationär. Die beiden Bereiche müssen Hand in Hand ineinander arbeiten. Ja, und dann muss man halt genau gucken, welche Kompetenzen, welche Dinge sind institutionalisierbar, welche können aber viel besser auch in der Häuslichkeit erbracht werden. Das ist ein anderes Herangehen wie die bisherige Sektorentrennung, die SGB 11 uns vorgibt. Soweit von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Wow, da steckt viel, viel Platz für Weiterentwicklung drin und viele Ideen, ne? Liebe Christine, Frau Vogler, du bist nicht nur Präsidentin des Deutschen Pflegerats, sondern auch Fachfrau für pflegerische Bildung. Wir haben es ja jetzt wiederholt gehört, gute Pflege geht nicht ohne Fachpersonal und Fachpersonal braucht Qualifizierung. Aber die Pflegebildungslandschaft scheint ja eher kompliziert und wildwüchsig zu sein. Und auch die neue generalistische Ausbildung läuft noch nicht an jeder Stelle rund. Man kann Pflege studieren, trotzdem greift irgendwie die Professionalisierung um sich. Was läuft da eigentlich schief? Und wie sieht eigentlich die Vision für die Zukunft aus deiner Sicht? Ja, lieben Dank, Bernadette. Wie sieht die Vision aus? Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir gar keine Vision im Bereich der Bildung haben. Zumindest nicht auf der politischen Ebene. Wir haben tatsächlich eine Vision, wie Bildung aussehen kann in der Zukunft. Und das bedeutet tatsächlich, dass es wirklich unser Ziel sein muss, dass die pflegerische Bildungsarchitektur, die wir uns vorstellen, von hinzuführenden niedrigschwelligen Angeboten von Pflegebildung, also Pflegeassistenz, bis hin zum Masterabschluss, bis zur Professur aus einem Guss gedacht und kommen muss. Und das heißt, wir müssen wirklich ganz deutlich gucken, wie ist denn Bildung heute organisiert, damit wir sie in neue Weichen überführen können. Wir haben mit dem Pflegeberuf, ein Heilkundeberuf, der über den Artikel 74 des Grundgesetzes organisiert ist. Und hier greift der Bundesgesetzgeber durch und sagt, das ist so wichtig, Gesundheitssorge ist so wichtig, das gehört in die gemeinsame Entscheidung von Bund und Ländern. Aber die Ausbildung und das Grundstudium, das organisiert der Bund, um eben hier die Grundkompetenzen sicherzustellen oder die Grundsicherung sicherzustellen. Alles andere aber, was danach und davor kommt, wird den Ländern überlassen und wird nicht gesteuert. Und ich glaube, das ist, oder aus der heutigen Sicht ist das genau unser Knackpunkt.
Wir müssen die gesamte pflegerische Architektur zusammenführen und sagen, das gehört alles in einen Guss auf der Bundesebene organisiert. Das heißt also, wir müssen durchgängige Konzepte, wir dürfen nicht, wie wir es heute haben, in allen Bundesländern von 12 Monaten bis zu 23 Monaten Pflegefachassistenz oder Helferausbildung haben, die dann zum Teil nicht anerkannt werden, die auch tatsächlich nicht mal einen europäischen Kontext haben. Wir haben heute ja immer noch letztendlich auch mit dem Generalisten durch die Sonderwege auch noch Abschlüsse, die ebenfalls nicht europäisch sind. Wir haben ein Bachelorstudium, was so nicht durchführbar ist, weil es eigentlich gar keiner durchleben kann von den Studierenden, weil sie gar nicht 3 Jahre ohne Essen und Liebe leben können. Das muss man einfach mal klar sagen. Also es sind viele Dinge für sich organisiert worden, die aber nicht in ein Gesamtkonzept passen. Und ich denke, hier ist es wirklich wichtig, dass wir auch die Bildungsstrukturen anbieten. Wir brauchen wirklich alle Zugänge in die pflegerische Versorgung, weil wir unterschiedliche Kompetenzen benötigen. Und da kann ich eigentlich auf meine ganzen VorrednerInnen, einschließlich deiner Rede, liebe Bernadette, zurückgreifen und sagen, all das, was wir hier vorstellen, mit was Professor Evers mit der CRN erzählt hat, Andreas Fischer mit dem ambulanten Bereich Blutzuckmodell, Herr Werner mit dem APN, mit der Situation der ambulanten Versorgung. All das sind Dinge, die wir auch konzeptuell so bauen müssen in der Bildung, dass auch Kompetenzniveaus rauskommen und wir auch die Leute unterschiedlich bezahlen können, sie unterschiedliche Verantwortung tragen können, sie unterschiedlich auch Durchlässigkeiten haben, auch Entwicklungsmöglichkeiten über die Jahre. Und das geht tatsächlich nicht, wenn wir es so lassen wie heute. Von daher tut es uns allen gut, wenn wir wirklich in den Ländern und auch auf der Bundesebene und gemeinsam in allen Verbänden, in allen Strukturen wirklich darum ringen zu sagen, wir brauchen pflegerische Bildung aus einem Guss für dieses große, tolle Bild, was jetzt schon sich abzeichnet, was da entstehen kann in der pflegerischen Versorgung, gemeinsam das auch tatsächlich durch ein Bildungskonzept zu stützen. Ja, man kann deine Begeisterung spüren, liebe Christine. Und ja, das große Bild, ich glaube, das müssen wir gut mitteilen. Und es geht vielleicht sogar noch weiter, ne? Weil es ist ja deutlich geworden, wie breit Pflege aufgestellt ist. Und Pflege muss ja auch weiterentwickelt werden, kontinuierlich. Und das ist damit es in allen gesellschaftlichen Bereichen und auch wirken kann in der Gesundheitsversorgung. Und die Wissenschaftsbasierung ist ja jetzt die klare Anforderung, die wir haben. Nun haben wir zwar Pflegestudiengänge, die auch ausbilden, die wirklich auch zur Tat qualifizieren, wenn man das so sagen darf. Aber wie sieht es auch mit der Pflegewissenschaft und Pflegeforschung aus? Michael, ich würde noch mal dich zu dich anfragen dazu. Wie siehst du eigentlich die Disziplinbildung in Deutschland? Wie wird Pflege weiterentwickelt aus der Wissenschaft heraus über die Forschung? Ja, vielen Dank. Als jemand, der seit 30 Jahren in diesem Geschäft ist, haben wir durchaus Fortschritte gemacht. Das muss man schon sagen. Wir haben heute an den Universitäten Pflegewissenschaft. Wir haben auch Pflegeforschung. Aber wir haben sie bei weitem nicht in dem Ausmaß, in dem wir es eigentlich benötigen würden und in der Stabilität, in der wir es benötigen würden. Alle Kolleginnen und Kollegen vor mir haben ja darauf hingewiesen, dass wir die Dinge, die wir bisher gemacht haben, künftig anders machen müssen, fundierter. Wir brauchen Wissen, um das zu tun. Wir brauchen andere Formen von Qualifikation. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir auch andere Dinge tun müssen, wie zum Beispiel in der Gemeindegesundheitsversorgung, in Gemeindegesundheitszentren, die Pflege auch in der Prävention und Gesundheitsförderung zu stärken. Das verlangt Wissen. Bisher ist es so, dass wir nach einem kurzfristigen Impuls aus der Politik zur Förderung von Pflegeforschung eigentlich darauf angewiesen sind, im Wettbewerb mit den anderen Disziplinen uns um Forschungsmittel zu bewerben. Wir sind da durchaus ganz gut aufgestellt, aber wir stehen in einem heftigen Wettbewerb mit anderen, die manchmal viel, viel stärker und viel schneller sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Diskussion über den Innovationsfonds denke, viele Themen, die uns in der Pflege bewegen, werden in den Innovationsfonds hineingegeben. Dort stehen wir allerdings in Konkurrenz mit vielen anderen Disziplinen und werden sehr häufig links oder rechts überholt von anderen Disziplinen, die einfach viel mehr Man- und Woman-Power haben, um tatsächlich auf solche Anträge zu regieren. Mit anderen Worten, das, was wir eigentlich brauchen, ist ein Programm für eine stabile Strukturentwicklung in den Bildungseinrichtungen, in den Forschungseinrichtungen. Und wir brauchen auch eine stabile Förderung, die explizit Forschung aus der Pflege für die Pflege fördert und nicht Forschung über die Pflege von anderen Disziplinen. Davon haben wir nun wirklich genug. Wir brauchen eine Forschung, die tatsächlich pflegerische Fragestellungen, pflegerische Phänomene aufgreift, sich mit denen auseinandersetzt
und hier das Wissen generiert, das in den verschiedenen Versorgungsbereichen, die hier benannt worden sind, dringend gebraucht wird, dringend benötigt wird. Wir brauchen anwendungsorientierte Forschung. Wir brauchen aber auch Grundlagenforschung in der Pflege, etwas, was immer wieder belächelt wird. Aber natürlich brauchen wir die. Wir brauchen auch Theorieentwicklung. Und all das ist wiederum notwendig als ein gutes Fundament für die Akademisierung. Denn Akademisierung ohne Forschungsentwicklung und ohne Wissenschaftsentwicklung läuft ins Leere. Das bringt uns gar nichts. Wir brauchen dieses Wissen, das dann in den Studiengängen immer wieder hinterfragt, weiterentwickelt und neu gedeutet, neu mit der Empirie in Verbindung gebracht werden muss. Ja, vielen Dank, sehr eindrücklich dein Bild von wir brauchen Forschung aus der Pflege, für die Pflege und nicht über die Pflege. Damit sind wir wieder bei dem Thema Fremdbestimmung. Ja, Vertrauen, Qualität, Kompetenz, diese Stichwörter haben wir heute gehört. Und angesichts des steigenden Pflegebedarfs sollte Pflege ja auch mehr mitreden können und eindeutig eine stark gestaltende Rolle einnehmen. Liebe Frau Postel, was muss passieren, dass Pflege mehr gestalten kann? Pflegeberufe, Kammern sind ein wichtiges Element, das wissen wir. Aber was muss auch darüber hinaus passieren, damit Pflege sich besser selbst bestimmen kann und natürlich die ganze Gesundheitsversorgung entsprechend auch besser wird? Ja, liebe Frau Klapper, Sie haben das genau auch so angesprochen, die Pflegekammern als ein mögliches, eine mögliche Intervention. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und einfach mal das auch zusammenfassen, was hier alles schon gesagt worden ist. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Wir wissen, wo die Pflege hin muss. Wir haben ganz dringend ein Umsetzungsproblem. Und wenn wir doch wirklich rauskommen aus dem, wie Politik in ihren Legislaturen denkt, nämlich immer wieder natürlich in schnellen Maßnahmen, guten Möglichkeiten etwas vorweisen zu können, dann müssen wir auf Grundlagen schauen. Wir müssen Strukturen schaffen. Und das ist eigentlich durch alle Beiträge hier bis jetzt schon gelaufen. Die Frage ist natürlich, wie schaffe ich denn Struktur? Wer kann denn Regelungen vornehmen und wer sollte vor allen Dingen Regelungshoheit haben? Das heißt, Pflegekammer ist keine klassische Maßnahme, so wie das hier auch genannt worden ist, mit all diesen Aspekten, die Sie jetzt gesagt haben. Es ist Grundlage, es ist kein Best Practice. Es ist das, was wir brauchen, um in die Riege der Selbstverwaltung im Endeffekt beitreten zu können, damit wir ein Normenrecht auch erhalten. Ansonsten, und das machen wir ja schon sehr lange, produzieren wir Wissen, aber an den Verhandlungstischen wird das einfach nicht ernst genommen, weil nicht die Pflege ihre Normen setzen kann. Ich fühle mich ein bisschen inspiriert und ich weiß, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, trotzdem auch zu einem kleinen Fallbeispiel. Der Innovationsfonds ist schon angesprochen worden. Ich begleite ein Projekt hier und da geht es auch um ein Angebot erweiterter Pflege. Sicherlich war auch einer der Aspekte, damit wir überhaupt mit an Bord kamen, auch der Hinweis auf die Entlastung der Hausärzte, was ja immer gerne so gesehen wird. Und die Frage, kann man Themen delegieren? Jetzt spreche ich letzte Woche mit einem Kollegen, der dort ja in dem Projekt arbeitet, eine studierte Pflegefachperson, und frage ihn, was da aktuell denn so passiert. Und er sagt, naja, im Allgemeinen werfen mir die Ärzte was rüber nach dem Motto, geh da mal gucken, also jetzt an einem Beispiel, geh mal zu der Frau nach Hause, die hat Hühner im Kleiderschrank. So, und schon steht man im Endeffekt vor einer Aufgabe, die doch nichts mehr mit medizinischer Delegation zu tun hat. Das, wo Herr Bischer vorhin auch gesagt hat, wo ein Pflegedienst in unseren aktuellen Leistungsrechten überhaupt nicht in eine delegationsfähige Situation kommt. Aber das ist die Realität. Das heißt, das, was wir am laufenden Band schon tun, ist gerade in der ambulanten Versorgung, aber auch in allen anderen Settings, Herr Werner hat es auch in der stationären Versorgung angesprochen, ist doch Pflegebedarf erstmal nochmal genau zu eruieren. In dem Fall beispielsweise natürlich auch eine ärztliche Versorgung eines Abszesses, aber auch die Unterstützung bei der Medikamentenapplikation. Auch wieder ein Thema, wo Pflegende definitiv Ahnung von haben, wo sie auch das Verordnungsrecht haben sollten, aber es aktuell nicht haben. So, und da kommt Kammer mit ins Spiel. Wir brauchen eine Berufsordnung, wir brauchen Grundlagen, damit wir überhaupt mal erklären, was Pflege ist, was Pflege kann und was auch erweiterte Pflege in dem Kontext dann auch leisten kann, damit wir es zuordnen können. Wir müssen an die Verhandlungstische, aber letztes Wort, wir brauchen auch eine Plattform nach innen. Körperschaften des öffentlichen Rechts gehen mit einer
Mitgliedschaft aller Kolleginnen und Kollegen einher und damit auch mit einem demokratischen, mit einer demokratischen Mandatierung von den Sprechern für Pflege. Hier haben wir eine große Chance, auch nach innen unseren Beruf weiter aufzustellen. Und ich glaube auch das, und das haben Sie auch angesprochen, Frau Dr. Klapper, das brauchen wir doch ganz dringend, dass wir auch nach so einer Phase des Herabwirtschaftens des Systems Pflege und Pflegeberuf, dass wir auch nach innen hin Plattformen haben, um uns auch zu einigen. Ich glaube, wir sind hier auch immer wieder in Runden, wo sich die Interessierten treffen. Wir haben aber sehr, sehr viele Kollegen, die vor Ort hervorragende Leistungen bringen, aber auch nicht mehr die Kraft haben, zusätzlich sich auch noch politisch zu engagieren. Und das brauchen wir auch, eine Mandatierung unserer Kolleginnen und Kollegen. Sicherlich ein wichtiger Punkt überhaupt für die Zukunft schlechthin, dass es Mitsprache, Mitgestaltungsmöglichkeit im größeren Umfang braucht. Ich habe es ja vorhin gesagt, also in der konzertierten Aktion waren es wirklich rund 50 verschiedene Akteure, Organisationen, die mitgesprochen haben. Muss ich dann fragen, was da rauskommt. Ich glaube, wir haben Fragen aus dem Publikum. Ich würde jetzt sicherlich ganz viele angesichts der großen Teilnehmerzahl, aber ich kriege ja jetzt gerade auch welche angereicht, die wir bekommen. Ja, wir haben eine Frage an Frau Vogler. Bräuchten wir nicht ein Pflegeministerium? Das begegnet uns immer wieder, braucht es ein Pflegeministerium. Tatsächlich, glaube ich, braucht es kein reines Ministerium für die Pflege. Wir haben bereits ein Gesundheitsministerium. Da bin ich ganz bei Frau Postel. Wir müssen in dieses Komplex der Selbstverwaltungsstrukturen oder wir denken uns generell ein ganz neues Struktursystem für die Gesundheitsversorgung in Deutschland aus. Das wäre ja auch mal eine schöne Überlegung. Ich glaube, da haben wir auch viele Ideen. Ich verstehe, wohin die Frage zielt. Was wir tatsächlich brauchen, ist auf der Bundesebene ganz eindeutig eine Struktur, in der wir ernst genommen werden, in dem wir Ressourcen bekommen. An der Stelle auch nochmal ganz deutlich, wir haben eine Referentin auf der Bundesebene im Deutschen Pflegerat, die steht Hunderten von Referentinnen und Referenten gegenüber, bei den Kassen, bei den Ärzteverbänden, bei Ministerien und so weiter. Und das darf so nicht bleiben. Und deswegen braucht es eine tatsächlich auch refinanzierte Struktur auf der Bundesebene, die mit Ressourcen arbeiten kann, um die Kompetenzen der Pflegenden zu bündeln. Wie wir das nennen, ob wir das Pflegeministerium ist so besetzt, lassen wir uns gemeinsam ein schönes neues Wort überlegen, wie wir das nennen könnten. Ideen werden im Chat gerne angenommen. Ja, Christine Vogler. Und dann habe ich noch eine Frage für Stefan Werner. Welche Kompetenzen müssen wir in der Pflegebildung vertiefen, um der Langzeitpflege als letztes Zuhause den Rücken zu stärken? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal so rum anfangen. Die Altenpflege leidet, glaube ich, am allerstärksten unter sehr vielen Jahren eines nicht besonders guten Ausbildungsgesetzes. Und wir haben, glaube ich, insgesamt sehr viele Notwendigkeiten der Nachqualifikation, vor allem in dem Bereich der stationären Langzeitpflege, weil dort für mich sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit vorliegt. Viele Pflegefachpersonen, die dort arbeiten, könnten vieles, trauen sich aber nicht, weil sie durch die Rahmenbedingungen der letzten Jahre dazu erzogen wurden, dass sie Befehlsempfänger sind, dass sie eben von Kassen kontrolliert werden und so weiter und so fort. Dieses Selbstbewusstsein gilt es wieder zu erlernen. Das wurde aber auch in den letzten Jahren in der Ausbildung nicht mehr gut unterrichtet. Und ich glaube, dass vieles an dem Thema professionelles Verständnis ganz grundständig nachqualifiziert werden muss, damit hier eine Sprachfähigkeit erzeugt wird. Ich erlebe das tatsächlich. Das kann gelingen im Rahmen der Fachgespräche bei den neuen Qualitätsprüfungen. Da merke ich, da keimen solche Dinge auf. Aber da muss man auch über die Jahre erst wieder das Zutrauen an sich gewinnen. Und wie gesagt, das funktioniert viel mit Nachqualifizierung, man muss zu Fortbildungen gehen, Punkt. Jetzt hat sich aus diesen beiden tatsächlich Rückfragen nochmal ein schöner Bogen ergeben. Die Fremdbestimmung auf der großen politischen Ebene und die Fremdbestimmung wirklich an der Basis. Und da sieht man eben, wie sehr man das nochmal braucht. Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal eine kleine Blitzlichtrunde machen mit allen. Und ja, vielleicht anfangen. Also das Blitzlicht wäre, wenn Sie an Pflege 2030 denken, wenn Sie einen großen Wunsch frei hätten,
Wo sehen Sie dann die Realisierung im Jahr 2030? Herr Büscher, was ist Ihr größter Wunsch? Was sollte wirklich gut gelungen sein in 2030? Ich meine, dass ich nur einen Wunsch habe. Ich fände es gut, wenn wir 2030 über diese Fragen, die wir jetzt sehr umfassend diskutiert haben, strukturierter diskutieren könnten auf der Basis einiger gelöster Probleme. Frau Postel. Also sozusagen als Kurzaspekt mal wirklich die konsequente Umsetzung eines Koalitionsvertrages mit und dann 2030, ja, was soll ich sagen, natürlich die flächendeckende Umsetzung und Einrichtung aller Pflegekammern, Landeskammern und dann kommen wir weiter. Michael Evers. Ich würde mir wünschen, dass wir 2030 nicht mehr über die Pflege als Problem reden, sondern als Lösung. Und zwar in allen Versorgungsbereichen, im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich, in vielen anderen Sektoren. Pflege hat etwas anzubieten, um Probleme zu lösen. Sie ist nicht das Problem. Dankeschön. Christine Vogler. Da schließe ich mich gleich an. In die Richtung wollte ich auch, dass die Pflege mit ihrer Kompetenz auf allen Ebenen angekommen ist und die Pflegenden in allen Ebenen, egal in welcher Qualifikationsstufe, ein selbstbewusster, sich selbst verstehender gemeinsamer Beruf sind. Und Stefan Werner zum Schluss. Ich schließe da auch genau an. Ich stelle mir eine Berufsgruppe vor, die einen massiv deutlich höheren Organisationsgrad hat wie heute, in welchen Strukturen auch immer. Ich stelle mir da einen guten Dreiklang vor. Und dass die Vielfalt der Meinungen dort trotzdem möglich ist. Es geht weder beim Berufsverband noch bei der Pflegekammer noch bei Gewerkschaft um Gleichschaltung von Meinungen, aber es geht genau darum, Legislaturperioden unabhängig Grundlagen zu bilden und Ansprechpartner zu sein für einen längeren Zeitraum. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das sind gute Aussichten, auch gute Pisten, an denen man arbeiten kann und auf denen man in die Zukunft nicht nur rutscht, sondern wirklich aktiv dran arbeitet. Ich danke der ganzen Runde sehr, sehr herzlich für Ihre Einsichten, Ihre Perspektiven für die Pflege 2030, auch dem Publikum für die Aufmerksamkeit. Und wir gehen jetzt in eine Pause bis 17.30 Uhr. Und dann hoffen wir, Sie hier wiederzusehen zum nächsten Podium, dann mit den Partnern aus Selbstverwaltung von der Ärztekammer. Wir sind gespannt.